Willkommen zurück und ja, dann gucken wir, dass wir die Tasche vielleicht nochmal irgendwie zurückgetauscht bekommen. Dazu müssen wir zur Rezeption, gehe ich mal von aus. So glauben Sie mir doch. Niemand will Sie übers Ohr hauen. Es muss sich um eine Verwechslung handeln. Ich bin mir sicher, dass der Herr Inspektor alles aufklären kann. Das kann er allerdings. Ah, Herr Cletus. So ein Glück, dass Sie hier sind. Offenbar gab es eine Verwechslung mit den Taschen. Kein Problem. Eine meiner leichtesten Übungen. Warten Sie kurz einen Anruf. Nanu, das kommt ja aus Ihrem Zimmer. Dann ist es für mich. Hallo? Ja, hier ist Oppenbot. Was? Nein, ist es möglich. Einfach futsch? Ist es für mich? Herkommen? Nein, warten Sie. Ich glaube nicht, dass das nötig ist. Passen Sie mal zu, hören Sie mal auf. Bleiben Sie einfach auf Ihrem Zimmer. Hallo? Wer war das? Falsch verbunden. Warten Sie bitte kurz hier, Oppenbot. Ich bin sofort wieder da. Und wahrscheinlich komme ich dann aus der anderen Richtung da. Was? Aber... Ich muss zugeben, ich bin ein wenig überfordert. Hoch! Na, das ging aber schnell. Oppenbot, was ist hier los? Ja, das wollte ich Sie gerade fragen. Warten Sie, ist das die Tasche mit dem Geld? Ich fürchte immer noch nicht. Nein. Haben Sie etwa die Tasche aus meinem Zimmer genommen? Aber das wissen Sie doch. Alles, was ich weiß, ist, dass mir jemand die Tasche geklaut hat. Ich verstehe gar nichts mehr. Und da hat er es wieder gemopst. Wenn das Chaos die Ordnung flutet, steigt das Genie aufs Surfbrett. Ah ja. Na, wer sagt's denn? Ein Plasma-Austausch-Fluppe-die-Wupp. Mammutfellrelais. Ich werd's mal lieber drin lassen. Nicht, dass es mir auf den letzten Metern noch abhanden kommt. Okay. Keine Zeit. Ab jetzt zählt jede Sekunde. Okay, ab zurück. In Docs Zimmer dann. Hey, Doc, ich habe Ihren Plasma-Austausch. Fluppi Schmatzikowski, was ist denn hier los? Rufus, die Operation war erfolgreich. Ich bin endlich wieder die Alte. Yay! Yay? Ja, yay, super. Aber wie? Ja, also das ist doch... Doc, sag mal, brauchtest du am Ende vielleicht gar kein Mammutfell-Relais? Mammutfell... was? Tja, ulkige Geschichte. Also das ist doch... Ihr wolltet mich loswerden. Was? Ja, genau. Ihr habt mir einen sinnlosen Auftrag gegeben, damit ich euch nicht in die Quere komme. Das ist so fiese. Stimmt das, Doc? Oso? Naja, wir dachten... Und ich dachte, ihr seid seine Freunde. Ach, komm schon, Goal. Du weißt doch, wie er ist. Egal, was er anfasst. Es endet immer im Chaos. Er hat meinen Kutter kaputt gemacht. Ne? Echt jetzt? Ist das jetzt das Niveau? Ich sag dir mal was über Rufus. Er ist, Wo ist er hin? Aber interessant. Wow. Treibt ihm Zahnstocher in den Gaumen! Später vielleicht. Zimmer 1, na großartig. Diese dreckige Verräterbande. Oh. Ah, Cletus, da sind Sie ja. Rufus, bleib stehen. Es tut mir leid. Doc und Boso haben... Oh. Und wie ich sehe, haben Sie Ihre Verlobte gefunden. Vortrefflich. Was ist denn hier draußen los? Kann man in dieser verdammten Irna... Was denn? Du? Komm, Gol, weg hier. Puls an der Ragu. Hey, halt! Stehen geblieben! Was ein Tohuwabohu! Wir müssen Cletus loswerden. Ist in Arbeit. Puls an der Ragu! Nicht doch! Das ist eine Verwechslung! Cool! Was machst du denn hier? Oh oh! Hey, komm zurück! Geil! Oh, das war schmerzhaft. Ich wünschte, ich könnte diese Verrückte irgendwie auf Cletus hetzen.
Gute Frage. Welches Zimmer gehen wir denn? Kommt doch bestimmt jemand jetzt wieder aus dem Zimmer vom Seher, weil das über den Balkon erreichbar ist, raus. Gehen wir da mal rein. Wo ist denn Ihre Verlobte jetzt schon wieder? Das wüsste ich auch gern. Nochmal? Wir müssen Klites loswerden. Bisschen Arbeit. Das ist doch... Du wagst es, meine Kleidung zu stehlen? Na, warte. Nein, stopp. Ich... Hilfe. Hey, warte. Komm sofort zurück, du Memme. Stopp. Was für ein Chaos. Goal ist jetzt da rein, da gehen wir auch mal mit. Aber Goal! Bleib doch mal stehen! Ich blick schon immer durch. Ah, Krissifix, gehen wir mal da runter. Oh shit. Lass das, ich bin nicht Klites! Aber er geht schnurstracks wieder dort rein. Dann gehen wir mal den nach vielleicht. Oh oh. Fräulein Goal, warten Sie! Das muss eine Verwechslung sein. Ich kenne sie doch überhaupt nicht. Meuchelt den Heuchler! Hiya! Aber meine Dame! Da sind sie ja endlich. Was soll das alberne Versteckspiel? Was geht hier eigentlich vor? Diese Frau hatte es wohl auf uns abgesehen. Ganz genau. Können Sie nicht besser auf Ihre Gefangenen aufpassen? Meine Gefangene? Sie haben sie doch angeschleppt. Und überhaupt, wo ist sie jetzt? Ja, sie muss die falsche Tür erwischt haben. Ah, recht so. Dann steht unsere Abreise ja nichts mehr im Wege. Abreise? Nach Porta Fisco natürlich. Das letzte Hochboot nach Elysium wartet nur noch auf Sie beide. Es sei denn, Sie würden es vorziehen, hier zu bleiben. Tatsächlich ist es so, dass... Goal, kann ich dich kurz sprechen? Das hier ist unsere Chance. Er wird uns direkt nach Porta Fisco eskortieren. Er setzt uns höchstpersönlich ins Hochboot. Und wenn deine Tarnung auffliegt? Sollen wir auf eine bessere Chance warten? Na gut. Wird schon schief gehen. Immerhin bin ich ja dabei. Und du versprichst mir, dass du dich authentisch und würdevoll verhältst. Wie Klites. Versprochen. Mhm. Wohlan, guter Mann. Dann lasset uns zurück zu Ihrem edlen Rosse flanieren. Mein Reiterblut wallt bereits. Ja, nach ihm. Das war Abgott. Das macht er gar nicht so schlecht. Flanieren, das Wort hat er schon nicht gehört. Akt 2, der Held zieht los, doch ehe er friedlos durch Feindesgebiet muss, vollzieht er besagten Reinigungsritus, so will es der Mythos. Das klingt fantasielos, doch schlagt es ruhig nach. Gemangelt und blank poliert und als Klites kostümiert, Rufus mit Goal nun zum Ziel eskortiert. Und was Bozo und Doc angeht, tja, selbst verbockt. Wer nicht will, der hat schon, wer bremst, der verliert. Hussa, wer bremst, der verliert. Hm? Wer braucht schon diese Pfeifen? Oh, schaut mich an. Ich bin Doc. Ich weiß alles besser und habe keine Beine.
Oh, schaut mich an, ich bin Boso. Ich habe Haare wie ein elysianisches Einhorn und kann Furzgeräusche auf meiner Bassgeige machen. Jetzt ärger dich doch nicht so. Ich find's ja auch traurig, dass ihr im Streit auseinandergegangen seid. Aber glaub mir, die werden sich schon wieder einkriegen. Spätestens, wenn sie übermorgen aufwachen und noch immer einen Planeten unter den Füßen haben. Mal gucken. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn der Organon diesen ganzen Misthaufen hier in die Luft sprengt. Rufus! Schon gut, ich hab's ja nicht so gemeint. Wie ist es überhaupt auf Elysium? Du wirst es noch früh genug sehen. Stimmt es, dass sie dort Brunnen haben, aus denen Trinkwasser in die Luft spritzt? Rufus, ich kann mich so nicht konzentrieren. Ja, was machst du da eigentlich so lange? Ich schreibe meinen Bericht an den Ältestenrat. Langweilig. Es dauert ja nur einen Augenblick. Du kannst ja schon mal das Bett vorbereiten. Das Bett? Wer hat in meinem Bettchen geschlafen? Ja, natürlich das Bett. Wir sollten ausgeschlafen sein, wenn wir nach Elysium kommen. Und du und ich, wir beide teilen uns ein Bett? Schlafen, Rufus, okay? Nur schlafen. Ja, logisch. Ja, wozu denn, was denn sonst? Schlafen. Ach, wie schön. Und warum ist da ein Brieföffner? Das kann nicht gut gehen. Zu Argus, dem Tyrannen, schlich Rufus, den Brieföffner im Gewande. Ihn schlugen die Häscher in Bande. Was wolltest du mit dem Brieföffner, sprich? Entgegnet ihm finster der Wüterich. Das Postgeheimnis des Tyrannen verletzen, du Schuft, du. Das werden wir verpetzen. Darf ich? Wozu brauchst du denn jetzt einen Brieföffner? Na, um meine Post zu öffnen. Welche Post denn? Na, du Post. Wie jetzt? Ich Post? Na, du Post zu mir. Wie ein Post-it, das an meinem Herzen klebt. Himmel, ich bin so gestört, dass ich das süß finde. Ich fand's jetzt aber auch irgendwie cool. Einen Schubladenknopf. Cool. Schuhe. So ist es also wahr, was man über Leute sagt, die Plateausohlen tragen. Sie haben einen furchtbaren Schuhgeschmack. Nehmen wir gleich mal mit. Schublade, Bettknopf. Holla. Oh Junge, das wird der Hammer. Das ist ein schönes Bett. Kann man sonst noch was machen? Abdeckung, Knopf, Schrank, Klimaanlage. Der Schacht führt richtig tief rein ins Kreuzerinnere. Wohin genau, lässt sich von hier aus schwer sagen. Nee, zugeschraubt. Zugeschraubt, aber vielleicht mit Brieföffner öffbar. Öffnungsfähig. Na, das könnte funktionieren. Et voilà. Ein Schrank mit... Trage ich heute mal perlweiß oder lieber schneeweiß? Also wirklich, für jemanden, der immer denselben Anzug trägt, ist dieser riesige Schrank reichlich übertrieben. Da könnten ja glatt 3 Zwerge Handstand drin machen, was etwa 1,8 Menschen wären. Also 1,2 Bosos. Das war eine Rechnung. Zu Ihren Diensten? Was machen Sie denn da? Die Tür bewachen, Herr Inspektor. Aha, ach so, na gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nun ja, Sie könnten beiseite treten. Ich wollte mal auf dem Kreuzer nach dem Rechten sehen. Negativ. Der Amtmann hat angeordnet, dass alle Gäste in ihren Kabinen zu bleiben haben. Was? Aber... Was soll das? Warum versperren Sie mir den Weg? Anordnung von Amtmann Argus. Er befürchtet, dass sich Eindringlinge unbefugten Zutritt zum Kreuzer verschafft haben. Eindringlinge? Unfassbar. Oh, keine Sorge. Die werden wir schon kriegen. Und wenn wir dafür jede Kabine einzeln durchsuchen müssen. Wollen Sie etwa auch unsere Kabine durchsuchen? Wieso? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Was denn ich? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Okay. Nur eine Waschnische. Aber hey, hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Einen Kaffeeauto? Hier gibt es einen Kaffeeautomaten. Boah, da hätte ich jetzt auch Bock drauf.
Also was ist denn das hier? Kaffee aus Plastikbechern. Ich dachte, ich hätte erster Klasse gebucht. Aber immerhin einen Kaffee. Vielleicht können wir den ja Gold geben. Willst du einen Kaffee? Aber Rufus, wir wollten doch gleich schlafen. Genau, schlafen. Wie er das immer so schön sagt. Hola. Ende der Fahnenstange. Wow, was ist das alles für Zeug? Geile Location. Da lassen sich bestimmt prima Partys feiern. Wow, was ist das alles für Zeug? Das sieht aber echt schon krass aus. Wow, was ist das alles für Zeug? Aber, also wirklich was machen können wir hier nicht. Wow. Ja, okay, immer das eine selbe. Nee. Da kommen wir nicht weiter. Oder könnten wir unter Umständen seine Schuhe da drauf fallen lassen? Von hier oben wird das nichts. Nein, den Kaffee? Hoppla! Tatsächlich. Was, meine Herren, wir haben allen Ernstes einen extra Roboter, der die Fußmatten putzt. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne, so als Haustier. Der ist niedlich. Macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Und er hat einen Getränkehalter. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Cool. Ist das da wirklich ein Getränkehalter? Ist ja irre. Aber dazu muss ich erstmal da runter. Von hier oben wird das nichts. Vielleicht nochmal einen Kaffee holen? Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und eine Visitenkarte, die besagt, dass ich Computerspiele entwickle. Ah ja. Nee, also rauskommen wir dort anscheinend nicht. Das ist schlecht. Egal, was wir dann jetzt benutzen wollen, es funktioniert nicht. Ist das ja... Aber da... Blöd. Vielleicht möchte der Wachmann ja einen Kaffee. Zu Ihren Diensten? Sagten Sie eben, Sie suchen nach Eindringlingen? Das ist doch lächerlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Im schlimmsten Fall handelt es sich um deponianische Rebellen. Lästig, aber harmlos. Also keine Sorge, Herr Inspektor. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Und solange Sie in Ihrer Kabine bleiben, sind Sie in Sicherheit. Ich bestehe darauf, aus der Kabine gelassen zu werden. Das geht nicht. Ich habe meine Anordnung. Das artet ja in Belästigung aus. Ich bin immerhin Elysianer. Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Sie können gerne offiziell Beschwerde einreichen. Sind wir jetzt etwa Gefangene? Aber nicht doch, Herr Inspektor. Ich habe strikte Anweisungen, mich Ihnen gegenüber so zu verhalten, als würde kein Anlass bestehen, Sie eines Verrats am Organon zu verdächtigen. Aha. Werden Sie unsere Kabine noch einmal durchsuchen? Wieso? Denken Sie etwa, ich hätte da etwas übersehen? Na nein, also bitte. Na, das werden wir gleich haben. Nein, hier ist sonst niemand. Entschuldigen Sie bitte mein Misstrauen, Herr Inspektor. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich jetzt zurück auf meinen Posten. Ich habe eine Idee. Vielleicht den Schrank öffnen. Die Schuhe mit dem Verbinden, Kombinations... Sieht geil aus. Ein weniger scharfsinniger Beobachter als ich könnte jetzt glatt auf die Idee kommen, dass sich da jemand im Schrank versteckte. Was im Grunde auf jeden zutrifft. Es dürfte also ein leichtes sein, ein Opfer für meinen kleinen Streich zu finden. Aber wo? Tja, ganz einfach. Aber wir sind hier wieder im nächsten... Ich einen Schreck gekriegt. Sind ja nur die Schuhe. Ja. Wir sind wieder im nächsten Part. Bis dann, Leute.